Und so? Welche Zeiten? Du willst auf die andere Seite, Nachthaar? Wer? In den Murmelwald hinab? So schnell wie möglich. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Was? Du musst bleiben, Nachthaar. Wie? Nein, ich muss... Du musst bleiben, Nachthaar. Ein Jüngling? Welche Zeiten? Ich bin Geron aus der anderen Welt. Warum bist du nicht meine Schwester? Wie? Was meint ihr? Allein meiner Schwester ist es erlaubt, die Traumgemächer zu betreten. Ist die Königin eure Schwester? Sie hat mir den Zugang in die Traumgemächer gewährt. So? Welche Zeiten? Ich muss zurück in meine Welt, aber dieses Tor lässt mich nicht durch. Ja, ein Schatten lastet auf dir, wie auf ihnen allen. Sie sind besessen von dem, was kommen mag. Vor dem Vergangenen aber fliehen sie. Sie stellen sich ihren Ängsten nicht. So sind sie rastlos und finden keine Ruhe im Hier und Jetzt. Bitte, ich muss durch das Tor. Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist. Was tut die Königin hier in den Traumgemächern? Sie kommt, um Träume zu begehen, die von der Zukunft handeln. Der Zauber der Harfe soll ihr das Kommende zeigen. Doch sie quält sich mit diesen Träumen. Welche Zeiten? Die Harfe lässt einen von der Zukunft träumen? Von der Zukunft oder von der Vergangenheit. Der Vogelmann offenbarte uns, wie sie das kann. Doch geschaffen war sie dafür nie, sondern um den Feen zu helfen, sich von dunklen Träumen zu befreien. Der Vogelmann, ich verstehe. Die Harfe vertreibt dunkle Träume? Mich quält schon lange ein Traum, aber ich weiß nicht, was er zu bedeuten hat. Dunkle Träume Pein wächst aus Ängsten, die dich jagen. Die Harfe ist ein Auge in deine Seele. Durch sie wirst du deine schlimmsten Ängste überwinden oder an ihnen verzweifeln. Warum lässt mich das Tor nicht durch? Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist. Hat in letzter Zeit jemand das Tor durchschritten? Die letzte, die durch dieses Tor schritt, war meine Nichte, die Tochter der Königin. Ich hatte sie in die Geheimnisse des Harfenspiels eingeweiht, denn eines Tages sollte sie mir nachfolgen. Ich will mich meinem Traum stellen, wenn ihr es erlaubt. Der Weg in die Gemächer war dir gewährt. So auch der Weg in deinen Traum. Was muss ich tun? Du musst in deine Seele treten und die Splitter deines Traumes zusammentragen. Was? Splitter? In meine Seele treten? Ich helfe dir. Die Musik wird dich in tiefen Schlaf versetzen und Teil deiner Seele werden. Ordnest du die Splitter, wird dein Traum sich aufklären. Wie auch die Ängste, denen er entspringt. Das klingt alles so kompliziert. Bist du bereit, deinen Traum zu begehen? Ich bin bereit. Dann setz dich und erzähl mir von deinem Traum. Woran erinnerst du dich? Ich weiß nicht genau. Keine Scheu. Es gibt keine Fehler. Sprich aus, was dich jetzt einholt. Denn das sind die Splitter, die zu ordnen sind. Also gut. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme,
Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Nun geh und sammle die Splitter deines Traums ein. An der Harfe kannst du sie ordnen. My damn dog saw a poodle. You're chasing. Must have been some poodle. Thanks. No problem. Barry, I want you to know that we're all real sorry about Jay. Thanks. Off their bikes. If you ask me, they're all on crack. Appreciate it. Hey, Alan. How much is that dog? Guess he, beat us back, huh? Looks like it. Look, I know those guys from the crime lab are whacked out, man, but did you check his... On Murph, will you give what? The poor guy a break? I mean, how would you act if you got hit by lightning? Oh, I'd probably go out and buy red boots. You pig. Me? I don't believe you. Running your ice cream truck? You're injured. I saw it on the readout. What happened? I was stabbed. Well, the pain and stiffness are almost gone. Well, that doesn't seem possible. I'd like to check it out. Okay. Come on up. Barry. Anyway, it's not what you think. Oh? This is the print specialist. I'm helping Barry track down the Pike gang. Oh. Listen, I don't think this is the best time. It was nice meeting you, Iris. You too. Good night. Go her out. Sir. Yeah. Listen, I'm sorry. I did not know she was up there. Huh? Okay. Yeah. Look, I know I should have called. I missed you. Well, I missed you too. Mm. Everything that's happened in the last few days, few things. Well, like what? Well, like marriage, for one. I mean, we... So? Yeah, well, you were right. I mean, there's a lot... a lot easier on both of us. The pressure's off. It is? Yeah. Well, that's great, Barry. I mean... I'd like to try. I can't... After all that anticipation, why bother? But I know better. I know you really did see a demon, and fast, like a flash. So if you care about Pike, you'll tell us. If we don't find him, the flash will. Where is he? I can't. I... Send him to the crime lab. And six of the suspects were arrested. Why Lila rots in their prison! Tonight! Ah!
Barry. Hmm? I got the topo that you wanted. Great. Talk to me. All right. The area's marked in yellow. Pike's hideout. There's only one area in the county where that plant appears with that soil. Sure. Yeah, Devil's Gate Dam. That reservoir has been closed for years. We gotta tell the chief. The whole damn world to know where we are. Hey, what does it matter? I mean, after tonight with every psycho punk... Blow my head off. Keep it down, you're blowing my head. I told you, Scott! Hey, I didn't do anything, man. Don't mess with me! Yeah, that's pretty funny. Still working. Chief Cooper, it's about Pike. Yeah, what do you make of this, Al? Just lying in the road. No, there may be a rival gang out there. Yes, sir. Well, then we'll hit him with everything we can. Not at the dam right now, sir. Al, all alone. You're not authorized to do that. Pike and his men are headed for the county jail. From what I can tell, they mean to break out their friends and anyone else who... Lately. Sir, I know I'm just another fingerprint duster here. But if you don't trust me, trust this. I found it at the dam. It's my brother's. Tina, I need help. Move. Bosworth, get us in. Sir. See if you can patch me into the prison. Hard case nuts. Serial killers, hitmen, you name it. Pike, this is Chief Cooper. I'm giving you 60 seconds to come out. What the hell does he think? Thank you.
have up there, an army? You feeling better? Yeah. Your blood's fully oxygenated and the glucose should help. What happened to me? A recurrence of the metabolic failure you suffered at the testing ground. I've got to get to the jail to stop Pike. Is this going to happen again? I don't know. What do you mean you don't know? You're the expert here. I thought my system was adjusting. Well, maybe I was wrong. Maybe it takes time.